werte Hörer und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachtstage. Könnten diese Feiertage dazu beitragen, dass wir uns den Sinn von Weihnachten wieder neu bewusst machen? Gott selbst wurde Mensch, indem er seinen Sohn als Kind in diese Welt schickte. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern, damit die Menschen gerettet werden könnten. Wir sind eher geneigt, dass es uns und unseren Kindern gut gehen soll. Wir streben danach, dass es uns immer besser ergehen soll. Und das nicht selten auf Kosten anderer. Ich bin überzeugt, dass Gott etwas anderes von uns erwartet. Wenn er uns segnet, sei es mit Gesundheit, mit Gaben und Fähigkeiten, mit materiellen Gütern, dann sollen wir das zum Segen für andere, die vielleicht einsam, krank oder sogar hungrig sind, einsetzen. In diesem Sinne wünsche ich noch einmal gesegnete Weihnachten.